geschmissen hier. Wenn wir damit weiterfahren, wäre es jetzt irgendwann nicht mehr aus dem Rahmen rausgekriegt. Wenn es sich nicht freiwillig rausgedreht hätte, so wie es jetzt mal passiert ist. Also das war ja nur so dran. So. Kopf hast du leider nicht drauf, sonst würde ich mir so scheiß hinschmeißen. So, ich meine, wir fest montieren müssen wir den nicht mehr, oder? Nee, müssen wir nicht. Das ist kein Problem, günstige Teile zu verbauen, weil die meisten Leute wollen ja nicht viel in alte Räder investieren. Aber es muss halt dann passend sein, ganz einfach. Wenn das eben ein 2-3 mm zu kurz ist, das Lager, dann muss man halt eine Nummer länger und baut das ein und baut das Teil auf und dann ist es immer noch gut. Auch wenn es mehr Arbeit ist, weil man vielleicht einen Umwerfer anders einstellen muss oder Physik. Aber muss man halt so machen. Ansonsten funktioniert es nicht. Das ist sozusagen der Fehler, das Tretlager ist zu kurz. Augenscheinlich, ja, bei die Seite kann man, muss man ja zwingend fest reinschrauben. Ja. Die muss ja fest sein. Ja. Oder man macht halt, wenn man hier noch Fleisch hat, Abstand hat sozusagen hier, ja, wenn man festgezogen ist, macht man halt hier Distanzring zwischen, um die Tretlager Gehäuse zu verhindern. Dann wandert das halt ein Stück nach außen, kann man ja auch. 1 mm oder so, wenn das schon ausreicht, alles schick, ist auch legitim, kann man machen. Mhm. Nicht endlos, aber 1 mm auf der Seite, 1 mm auf der Seite kann man so spielen. Mhm. Ist ja nicht schlimm, ne? Mhm. Ja, aber mehr halt nicht, also wie gesagt, wenn du den festschraubst und siehst, oh, der zieht sich ganz schön nach ran und da muss ja zwischen dem kleinen Kranz und dem Rahmen muss 1-2 mm müssen mindestens Abstand sein, wenn es richtig, fest angezogen ist. Ja. Na, du musst es fest anziehen, weil da wird, das ist irgendwie viele Tonnen Kraft drauf auf dem Punkt. Ich zieh's jetzt nicht fest. Nee, genau. Wo ist jetzt? Weiß ich auch nicht. Hier. Und was habt ihr festgestellt? Festgestellt ist, wo ihr fuscht. Ja. Das reicht nicht genommen, was da ist, sagen wir mal so. Und das wäre im Endeffekt fuscht. Wie gesagt. Gut, okay. So kannst du jetzt nicht fahren, ne? Ich weiß, ja, das kommt ja vor. Ich meine, also auch nicht hier irgendwie 100 Meter fahrig oder so. Wollen, dann sagen sie, liegt an dir. Ja, ist ja nicht, keine Ahnung. Nach einem Jahr ist es sowieso schwierig. Eigentlich alles in Ordnung. Auf drehende Teile jetzt keine Garantie. Aber grundsätzlich ist es eigentlich das falsche Teil. Wenn du es halt richtig festschraubst, ist der Rahmen, der ist angeschliffen dadurch. Allein schon, um es ihnen zu sagen, weißt du, so. Ja. Werde ich da mal hinfahren, weil ich meine, ist halt nicht geil. Sagen, was mit der Stabilität des Rahmens kannst du noch nachfragen. Ja, das macht nicht aus. Der Rahmen kann ruhig angesägt sein. Kannst du noch weitere 10 Jahre von 20? Ja, ja. Ja, keine Ahnung, wie sie reagieren. Wäre auch mal interessant zu wissen. Zählen noch. Ja, dann. Der hast du, glaube ich, mein letztes Rad gekauft. Ja, und? Wann ist es denn? Wir alle. Hält immer noch. Salutwerbung gemacht für den Laden gerade. Naja, sowas kann passieren. Dennis, du bist alleine, das muss nicht sein. So. Was ist denn? Deine Kaffeekasse hier? Ja. Das grüne Ding da? Ja. Der kommt hin. Ich hab ja schon gemacht, außer mit dem. Ja, genau. Thank you.
muss ja den abschrauben. Das muss jetzt dann von dem sein. Der Bremssockel muss drin werden. Und zwar für dich. Wenn nicht, aber ich hab trotzdem nachgucken, die Gräfestraße wäre sogar eigentlich besser. Wenn ich die komplett runterfahre. Mann, ey. Und dann komme ich direkt halt auf den Weg drauf zu, wo ich erstmal durch die Hasenheide muss. Ja, da kommst du nochmal so hoch. Also. Ist ja egal. Weit habe ich es auf jeden Fall nicht. Da drauf ist es nicht, weil du hast da nicht mal die Hasenheide drauf. Muss ja auch nicht. Das ist die Schönleinstraße, die du reinfährst. Schönlein. Das ist die Bögstraße. Willst du eine Bögstraße, Mann? Schönleinstraße. Wie gesagt, geradeaus für die Schönleinstraße. Nicht Bögstraße? Ja, Schönleinstraße. Schönleinstraße? Bögstraße. Bögstraße. Nein? Ich kann auch hier. Ja, aber das ist doch Umbogen. Mensch, so wupp. Und dann kommst du hier durch die Hasenheide durch. Zup. Fertig. Mann, glaub mir doch mal. Wenn ich dir was sagen, warum glaubst du mir mal nicht? Scheiße, ey. Ach, bloß keine Kinder an, die loben dich. Schweißweißer! Du Schweißscheißer! Yeah.
schmecken. So, danke. Man kriegt's nicht hin, ey. Kick mir doch rein, aber es sind so fette, fette Reifen. Soll ich mal ein bisschen größer vorstellen? Kann ich mir ein bisschen größer vorstellen? Was? Oh, oh, rennen die mir nicht mehr.
versucht, die Windel wegzuschmeißen von den Kleinen. So mit Schwung. Und hier London, der hat das T-Shirt getauscht. Und dann war ein Fleck auch unten und dann kam Bruno anheimlich, also der Hund, und hat ihn komplett weggeschlägert. Oh Gott. Naja, aber Winter klingt. Was für ein Schwung, wo hast du ihn hingeworfen? Zum Nachbarn? Ich hatte ihn in der Hand und da war die Klappe von der Mülltonne, die natürlich nicht hält. Achso, und du hast nur mit dem Kopf Schwung. Und dann ist die Linie auch auf und sie ist auch sehr fluffig gewesen. Und deswegen spritzt es gerade so rum. Aber wo wir essen und Fäkalien? Das wusste ich auch noch nicht. Das war ja Nährstoffe, die wir sind, ne? Ja.